So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines. Und ist eigentlich ganz witzig, ich dachte mir, zwar gestern, ich spiele noch mal ein bisschen, weil ich könnte ja mal wieder eine Cities Skylines Folge machen und baue ein bisschen einen Flughafen. Das werdet ihr also später sehen. Denn jetzt zu Anfang hatte ich nämlich noch auf einer Festplatte gefunden, wie ich das Schloss hier baue. Und es ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also das Videomaterial war zwar über eine Stunde, aber vieles davon war unbrauchbar, weil ich immer ganz oft Sachen hier abgerissen habe und neu gebaut habe. Zum Beispiel das gefiel mir schon nicht, weil ich glaube, das war unsymmetrisch. Weil das Schloss ist keine Zweierbreite, sondern eine Einerbreite in der Mitte. Und Straßen sind ja mal doppelt breit. Ah, hier, das ist eine coole Mod, womit man so viele Bäume entfernen kann. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das in der letzten Folge hatte. Ich habe auf jeden Fall in der letzten Folge über hier die Prop Fix, glaube ich, gesprochen und über Move It. Move It ist auch ultra praktisch. Es kommt eigentlich irgendwie jeden Monat eine richtig geile Mod raus. Mindestens. Es gibt jetzt nämlich auch eine Mod hier mit, womit man Props an Gebäuden platzieren kann. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Auf jeden Fall fixt das halt das Problem, dass man irgendwelche Sachen ändern muss. Und was cool ist jetzt, man kann auch mit Move-It Props nach oben und unten bewegen. Ich glaube, das ging nämlich vorher nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Man, das scheint aber jetzt nur mit dieser Mod. Ich weiß ja gerade gar nicht, wie die genau heißt. Ich könnte auch mal eigentlich eine Mod Collection. Ich denke mir ganz ehrlich, ich muss eigentlich mal eine Asset- und Mod Collection machen, aber ich glaube, das gucken nicht hier genug, damit sich das wirklich lohnen würde. Und vor allen Dingen ist das bei Steam so unfassbar hakelig und komisch, weil du musst jedes Asset dann einzeln anklicken. Und das ist bei diesen Mengen echt ein unfassbarer Aufwand. Der Schlossgarten, den man hier sieht, das ist, glaube ich, der Schlossgarten in Hannover. Wenn mich nicht alles täuscht, da gibt es diesen großen Garten oder sowas. Davon sind auf jeden Fall die Assets. Und ist auf jeden Fall ein Barock oder ein französischer Garten. Das soll nicht zu übersehen sein. Auch wenn das Schloss nicht ganz dazu passt. Das ist ein Museum in Amsterdam, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Der Bahnhof sieht eh 1 zu 1 genauso aus, finde ich immer. Ich hatte den sogar, hatte das, glaube ich, sogar mal als 3D-Modell. Ihr kennt ja bestimmt diese komischen, die es an allen Souvenirläden gibt, diese blöden 3D-Modelle. Davon habe ich so viele. Da habe ich auf jeden Fall ein großes Amsterdam-Diorama. Da habe ich mir, immer wenn es das irgendwo zu holen gab, wenn wir im Urlaub waren, immer alle gesnackt. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir auch, dass man hier diesen Schlossgarten eventuell mit so Querachsen machen könnte. Also, ich weiß ja nicht, wie oft ihr in echt so Schlösser seht, aber häufiger sind die mal so mit so Querachsen und sowas und einfach damit das Ganze größer wirkt. Das war jetzt in Hannover bei diesem Garten nicht. Aber, der, so bei Versailles oder sowas sieht man das ganz gerne. Und ich finde gerade lustig, wie man immer sieht, wie das Raunen durch die Menge geht, wenn ich einen Park umsetze. Ja, eine 4K-Texturen-Mod gibt es übrigens auch jetzt neu. Die habe ich jetzt noch nicht ausgetestet. Die habe ich jetzt auch noch nicht in meiner Timelapse gehabt. Vielleicht komme ich dazu ja nochmal zu sprechen. Vielleicht aber auch, denn wir sind ja in Folge 10. Ich dachte mir eigentlich, wir machen ein Special. Aber jetzt hat sich das so ergeben, dass ich hier scheinbar doch kein Special mache. Und dann ist das nun mal so. Dann machen wir hier straightforward stuff. Und dann mache ich in der nächsten Folge ein Special, dass ich dann einfach nur Special nenne und nicht Folge 10 Spezial. Oder so. Muss ich mir noch was krass überlegen. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen Musik drunter packen. Ansonsten nur das Sagen, nur das Sagen. Nur die große Sage. Nein, nur das Gerede ist natürlich vielleicht doch ein bisschen sehr flach. Wobei ich habe noch Only Musik Timelapse, das ist wahrscheinlich später in der in dem Flughafen bauen. Und da ist es auch nicht mehr weit hin. Ich will mich aber noch nicht verabschieden. Dieser Kanal hier, dachte mir eigentlich erst, ich könnte das irgendwie ein bisschen mit dem natürlichen Kanal, den man da ja auf dem Boden sieht, in Verbindung bringen, aber das ja, das hat nicht so toll geklappt. Also ich hatte da, das mir irgendwie im Kopf war das ein bisschen cooler. Und wie ich es mir auch die ganze Zeit auffällt, ist hier baue ich komplett blind. Das heißt, hier
teste ich auf der Map. Das habe ich jetzt beim Flughafen nicht gemacht. Den Flughafen habe ich zum Beispiel schon mal vorgebaut. Aber wenn ich mir davon natürlich nichts anmerken lasse gleich im Video. Hoffe ich doch. Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall so, dass ich den ein bisschen vorgebaut habe zumindest. Zumindest zu wissen, so von der Grundidee her, was ich davor habe. Das Witzige ist, ich habe das ganze Schloss nochmal abgerissen mit dem gesamten Park, um den tiefer zu setzen. Weil der mir eigentlich zu hoch war. Aber das wird niemandem mehr auffallen. Also, es war auch nicht viel Arbeit. Wenn man es einmal hat, dann. Das Neubauen geht dann ja doch relativ schnell, finde ich mal. Und ich glaube, wir sehen uns gleich mal am Flughafen. Dann nach dieser Timelapse mit ein bisschen Normalgeschwindigkeitskram, beziehungsweise da ist ja noch gar kein Flughafen. Naja, bis gleich. So, hallo liebe Freunde. Wir sind am Flughafen und Props will ich mich entfernen, ich will nur Bäume entfernen. Und ich dachte mir, hier machen wir so die Startbahn lang. Ich hatte das übrigens schon mal ein bisschen früher abgesteckt, aber ich wollte hier, dass eine so diagonal runtergeht und eine halt so hier so quer. Und ja. So, ich habe jetzt hier einmal die Linie hingeklatscht. Und das ist vielleicht noch ein bisschen sehr lang. Mal schauen. Und ich, weil ich will, dass das perfekt gerade ist quasi. Und damit wir halt nicht irgendwie, wenn ich später das Feld mache, an dem die Flugzeuge halt stehen, damit nicht die Bodenplatten so diagonal und sowas sind. So, wie lange machen wir das denn mal? Ich glaube, 119 wäre doch eine Top-Cack-Zahl, oder? Noch mittig und dann passt das schon. Ja, ich weiß nicht. Ist vielleicht noch ein bisschen kurz, muss ich mir noch überlegen. Und vor allem, wenn dann die andere hier so durchgeht. Kürzen wir mal ein bisschen. Aber, ja, mal schauen. Das ist halt die Grundprämisse hier gewesen, hier den Flughafen so hinzubauen. Und noch kürzer, oder? Na, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir die andere auch noch länger. Muss ich mir noch überlegen. So, ich habe mir hier schon mal. Das ist das Flughafen-Asset, was ich mir übrigens rausgesucht hatte. Ich glaube, das ist der Flughafen in Shanghai. Oder so. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und da hätte ich den gerne. Hier so ungefähr. Dafür müssen wir natürlich das Clipping anmachen. Steuerung aber das. Ich habe jetzt Shift R gedrückt. Ich bin aber absolut verwirrt. Shift P ist ja Prop and Tree Anarchy off und Shift, nein, Steuerung A ist die andere Anarchy. So, wir machen das mal hier perfekt gerade, damit das überall symmetrisch ist. Meine Grundidee war eigentlich, dass das hier hinten gar nicht mehr sichtbar ist, sondern dass das da irgendwie unterirdisch ist. Und ja, hier werden halt die Flugzeuge stehen. Ich mag immer noch nicht so ganz, dass das türkis ist, aber naja, und da kommt auf jeden Fall so ein bisschen anderer Kram. Und hier ist schon Wasser drauf, das finde ich lustig. Aber na gut. So, ich habe mir mal überlegt, hier machen wir eine Querstraße rein. Das ist aber schon richtig nice. So. Denn ich hatte hier, ah ja, genau, den meinte ich, den Tower. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass der jetzt diese doppelte Kante auf der anderen Seite hat. Das wäre sinnvoller, wenn die in einer anderen Richtung ist, ne? Also so. Ja, ich hoffe, der steht jetzt nicht zu weit hinten. Das ist doch schon relativ weit hinten. Und überlasse ich euch mal ein wenig Timelapse. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, da bin ich wieder. Und jetzt haben wir hier die dicken, dreieckigen Gebäude. Das war auf jeden Fall die Grundidee. Und jetzt wollte ich hier vor noch ein anderes Gebäude bauen. Das ist wahrscheinlich in der 6er-Kategorie. Ja, genau. Und das ist so nicht mittig. Aber das war zumindest die Grundidee. Pass mal auf, ich mache das jetzt einmal, glaube ich, symmetrisch und dann bin ich gleich wieder da. So. Also jetzt hier einmal symmetrisch und ich habe das noch ein bisschen zurückgesetzt. Die Straße gefällt mir übrigens noch nicht. Ich glaube, das ist mir zu nah dran. Ich mach das nochmal weg. Dann wäre es vielleicht hier so? Ja doch, das gefällt mir gut. Dann müssten wir das bis hier hoch machen. Und das dahinter mal entfernen. Oh, ich hab's verkackt. Ist ja so klar. Irgendwann verkackt man das immer. Das ist die größte Kacke. Ja, ich hätte dann gerne noch so eine Autobahn, die hier hinführt irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Da muss ich mir noch was überlegen. Parkplätze hätte ich gern. Das ist nicht der Parkplatz, sondern das ist das hier wahrscheinlich. Genau. Zack, zack, zack. Und am besten noch irgendwie auf der anderen Seite. Wie wär's denn, wenn ich hier runtergehe? Das war auf einmal eine Straße. Dass das dann da links mit anschließt, da oben links. 10, 9 oder 12? Das ist die große Quizfrage. Vielleicht doch 11. Ich lasse mal auf 10. Könnte ja. Da wieder ein Parkplatz hin. Das ist keine Einbahnstraße, bitte. Vielen Dank. Das ist sogar symmetrisch. Das ist ja der Shit. So, mir reicht das jetzt mit den Parkplätzen. Ich habe da ja gerade so lange rumprobiert, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte mir gerade mal, ich mach mal die Rollfeldmarkierung. Was? Nein, ich meine die Straßen und Wege, die halt auf dem Flughafen sind. Und das mache ich am besten in der Timelapse, also bis gleich. Alles nicht so easy. Ich wollte ja übrigens mal gerade die drehen, weil die Lampen sind auf der falschen Seite. Und dann müssten die Lampen ja schon Richtung Flughafen. Hier ist auch falsch rum. Ist ja schlimm. So, alles gefixt wird. Da ist es richtig. Hier ist es auch überall richtig. Ja, das kommt ja, wie rum man die platziert. Na, da kann man die immer nur switchen, wenn man die auf Amatstraße stellt. Das geht mich schon auf. Ja, das ist. Fällt mir ganz gut. Hier sind wir jetzt noch falsch rum. Das ist richtig rum.
Ach, ich hab das. Manchmal klickt man drauf und das switcht nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass mich das stört. Ich glaube, ich mach die Straße hier vorne mal doch weg. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, doch, das gefällt mir so auf alle Fälle besser. Ja, das ist, ich habe übrigens auch ein paar Bilder von echten Flughäfen. Das ist wohl so, dass das hinter den Brücken die Autos langfahren, die ganzen Servicefahrzeuge und sowas. Muss mal gucken, dass ich da irgendwas dekoriere. Ich habe da übrigens jetzt erstmal andere Parkplätze gemacht, auch wenn ich damit immer noch nicht ganz zufrieden bin. Ich wollte da vorne noch ein Airport-Schild dran machen, jetzt entsinne ich mich. Oh, guck mal, hier ist es ja direkt. Gerade, das ist relativ gerade. Er muss ja. Ich habe ja das Ding ans. Aber hatte ich nicht noch ein anderes Schild? Ich überlege gerade. Wir gucken nochmal durch. Gemeinsam gucken wir da jetzt durch. Wenn er ans seht, ruft ihr Stopp. Oh, ich hab's gefunden. Oh, ich brauche gar nicht Stopp sagen. Ist das mittig? Sieht relativ mittig aus. So, das waren zumindest vorerst die Taxiways. Mir ist übrigens aufgefallen, dass hier vorne, also da so, also ich habe es mit dem reingezoomt hier, ist echt, hakelig, dass hier die ganzen Lampen fehlen. Das heißt, ich fixe das mal gerade. Ungefähr so. Und das Ganze am besten in einer Timelapse ohne reinzoomen.
Was ein lächerlicher Aufwand das war. Ich hatte aber jetzt mir überlegt, es muss ja eigentlich noch ein Taxiway geben, der hier quasi entgegengesetzt wird, damit deine Flugzeuge hier vorne. Ja. Halt in der gleichen Richtung wie die Stadtbahn fahren können. Um quasi hin und her zu fahren. Und hier würde ich gerne eine Kurve reinmachen. Das ist vielleicht ein bisschen lang. So. Ja. Das ist dann eine bisschen sehr harte Ecke. Das machen wir nochmal weg. Und das Stück nochmal ein bisschen kürzer. So, vielleicht. Das finde ich gut. Ja, das kann man doch bestimmt machen. Na, das gefällt mir jetzt nicht so. So, irgendwie müssen die ja auch hier auf die Start- und Landebahn kommen. 12,5. Das ist der letzte Moment, wo es noch nicht am Klippen ist. Passt ja quasi perfekt hier alles. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. So. Oder lieber in der anderen Richtung. Ich glaube, in der anderen Richtung ist cooler. Warte mal gerade. 12,5. Da. Das ist echt eine schwierige Geburt manchmal. Und am besten. Doch so rum, ja. So, ich habe mir jetzt gerade mal überlegt, wir machen hier einen Weg rundherum. Hier auch. Oh nein, wieder so eine blöde Kurve. Die mich eben schon aufgeregt. Diese hässlichen Kackkurven. Ich habe übrigens, bin ich langsam schon am Limit des Redenspaßes, denn ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. Das heißt, langsam kommen wir wahrscheinlich ans Ende. Und doch, das ist ja eine große Kackkurve. Die hat ja überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich. Das mal so. Ah. Tja. Genau, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, ne, wir müssen die andere Seite abreißen. So. Dann ungefähr bis heute. Kurve einen Knick macht und dann das rumziehen. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar äußerst gut. Äußerst, äußerst gut sozusagen. Ich dachte mir jetzt gerade mal zu allerletzt hier, bevor wir diese Folge enden, möchte ich das hier nochmal alles mit Zement ausfüllen. Damit wir zumindest mal ein Gefühl dafür haben, wie das später aussehen wird. Und muss ja später noch Decals draufpacken und Flugzeuge platzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles on camera machen will. Weil ich will ja nicht, bin ich schon so selten, oder nicht drei Folgen machen, die nur sich mit dem Flughafenbau hier beschäftigen. Das heißt, eventuell werde ich dann nochmal die nächste Episode, also was nicht das Special ist, sondern was danach kommt, nochmal ein bisschen mit Flughafenbau hier machen. Und das müsste auch eigentlich reichen, dann will ich ein bisschen noch eine Stadt weiterbauen. Wohngebiet werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen off-camera noch basteln. Und ja, mit dem Zement hier ist immer so eine Sache. Ich will eigentlich nicht, dass das da so hässlich durchklippt. Das heißt, wir machen hier mal mit einzeln, das ist ganz liebevoll. Wie man sieht, ist jetzt unten schon wieder der Weg so ein bisschen hier versaut. Guck mal hier auch. Zack. Hier machen wir das auch mal wieder weg. Hier auch. Oh, zu weit. Das ist echt eine friemelige Arbeit, aber ich mag das halt nicht, wenn das so schäbig aussieht. Deswegen, wenn ich mir das so überlege, war es vielleicht auch nicht so eine taktische Idee, diese andere Startbahn mit so einem komischen Winkel zu machen.
Dadurch haben wir jetzt immer hier diesen Diagonalspaß. Aber ich glaube, damit könnte ich ein Leben im Notfall. Wir machen das jetzt hier einmal komplett. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich eine Bewertung da lassen. Like, subscribe, follow. Oh, warte mal, das mit dem Follow geht noch. Oh, was? Wieso ist da eine Lücke? Soll ich pranken, Bro? Muss ich noch krasse Pranks hochladen? Wenn wir schon dabei sind. Nee, ich würde sagen, das war es dann von dem Video. Soweit, so fertig der Flughafen. Beziehungsweise so unfertig und undekoriert. Also es wird echt eine fette Betonfläche, mal schauen. Ja, ich werde jetzt hier wahrscheinlich dann noch einige Decals hinballern. Damit wir nicht diese hässlichen Lücken hier auf den Straßen haben, weil das stört mich doch so minimal. Müssten hier irgendwo sein, bei den Big Decals. Aber naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.